go. Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. Und damit hallo Leute und willkommen zurück zur Let's Play Soma. Ich bin Kulo381 und man musste einfach nur zu seiner Zelle laufen, weil man die sich jetzt angucken kann. Catherine meinte gerade nämlich irgendwas auf... Oh. So, schauen wir mal. Genau das, was ich ausprobieren wollte. So, schauen wir mal. Head downstairs, I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Seems like they were getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Coster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. Fairchild Award, ja, Marsch. So, Bücher. Nein, nicht Bücher, Ordner. Ja, ein bisschen Unordnung machen. Name: Brandon Wan. Security Clearance YYC. So mit dir. Cute. Was? Was hat er gesagt? Ja. Ja, okay, gucken wir mal. Elkes hat endlich der Evakuierung von Delta zugestimmt. Goya, Cryer und ich sind heute nach Theta umgezogen. Elgas meinte, er würde noch ein bisschen länger bleiben. Dieser durchgeknallte Bastard. Ich bin zwar stolz auf meine Arbeit, aber seit sie von der Oberfläche keine Ersatzteile mehr schicken, geht hier alles drunter und drüber. Habe heute zusammen mit Alice meine Arche-Scan gemacht. Stromer hat mir... I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Ja, gib mir auch kurz. The intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Kann ich weiterlesen? Danke. Stromer hat mir erzählt, dass mich die Hängung quasi umbringen würde. Was für ein Arschloch. Anfangs ging es mir ganz gut, ein paar Stunden später aber bekam ich fürchterliche Kopfschmerzen. Am schlimmsten aber schmerzte diese Chan-Truller. Sie kann manchmal so unangenehm werden, dass es mir die Haut aufstellt. Strohmeier ging total an die Decke und untersagte alle zukünftigen Scans für das Arche-Projekt. Anscheinend wollte Konrad bei der Kontinuität weitermachen und gab sich gleich nach dem Scan direkt im Pilotensitz den Rest. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir neue Sicherheitscodes bekommen werden. Habe gerade gehört, dass das Komorabi-Vermessungsteam nach Delta unterwegs ist, um Akers abzuholen. Es ist jetzt schon seit Monaten alleine da, keine Ahnung, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Okay. War das schon immer offen? Leute, war das schon immer offen? The legacy scan of me that was on the computer. What did you use it for? It's a template that has an intelligence path map already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon, don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them run free. That'd be really cool. It doesn't work like that. Doch, scheinbar schon. Wollte gerade sagen. Truly sentient machines. Thinking they are people is definitely new. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Sieht fast aus wie das Fnatic-Logo. Haut ab. So. Ja, Umgebungsdaten. Ja, Scan-Daten. So, jetzt haben wir Brandon Wan. Scan-Raum, Modul, Alice. Okay, da haben wir es doch. That wasn't so bad. Stromer really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Stromer. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell you?
It's all right. I can talk to him. Wait, didn't Chum just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone. I do feel hungover. Okay, it's 17:29 over 42, 12 over 407. Yes. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. Long. Brandon. Goodbye. That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Rest in peace, Brandon. Rest in pieces. So. Okay, wir haben den Sicherheitscode. Simon, we got it. We can get to the Dumbat now. Get back here. So, you're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there? Dass die andere Simons herumlaufen werden. Geez, Simon. Some thoughts are better left alone. Naja. Wenn ich auf einmal einen Evil Simon jag, das wäre nicht so gut. There you are. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Huh. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in, and I'll take us into the abyss. Sounds easy enough. Ja. Nur irgendein Problem gab's da, glaube ich, gerade. Die Sache ist, was für ein Problem? Was war das hier nochmal? Achso. Gut. Na dann gehen wir mal zum Dunnenbad. Natürlich kann ich hier nicht lang. Wäre ja auch nur einfach gewesen. Und Omnitool, schwenke. Dankeschön. Und wir sind jetzt hier. Dann liegt es also doch hier an dem Ding, oder? Aha. Da oben. Easy. System aktiv. Führe Tests durch. Es sieht echt interessant aus. What? Ich glaube, ich hätte nicht stehen bleiben sollen. Autsch. Ich denke mal, das war's mit dem Dunbat. Schauen wir mal, was ist denn hier? Wasser und Abgrund haben wir auch gerade nicht. Gott, das ist hier gerade wirklich stockdunster, genau. Hier ist ja gerade gar nichts mehr los. Vor allem, wessen Stimme war das da oben? War das Catherine? Ich habe das jetzt gar nicht richtig mitbekommen. Ah. Das ist stumpf. Dass du dir das Ding auch noch schieben kannst, während du oben stehst. Naja.
Okay. Schauen wir mal, würde ich sagen, ne? Okay. Schauen wir mal. Plan B. Wow, jetzt bin ich da erst. Krass. Ich habe echt einen langsamen Fortschritt in diesem Spiel. Warte mal, ich bin in Lüftungsschächten gerade. Über einem Gang. Das heißt, unter mir ist bestimmt irgendein Vieh. Naja, kriege ich mal durch den Lüftungsschacht. Ich wusste gar nicht, dass sich Roboter so klein machen können. Was ist das? Was höre ich da? Hört sich ganz seltsam an. Na egal. Öffne die Tür. Wo zur Hölle bin ich jetzt? Ah! Verbinde dich mit der Wau. Los, Simon! So. Scheinbar, ja. Well, it was talking. That's rarely a good sign. Genau. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's got to be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? Das ist die Frage, ne? They didn't use the Dunbat. The only other way would be the climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Gut, dann. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah. Einfacher gesagt als getan. Okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. Ja, das hört sich doch interessant an. Mit euch stühlen. How difficult could it be? Naja, schwer. Meine Entscheidung. Ich habe mich entschlossen, die Arche mit dem vorliegenden Scans abzuschließen. Tut mir leid für alle von euch, die auch mitgehen wollten, aber vor unserer Aussetzung des Projekts keine Chance mehr zu bekommen, sich scannen zu lassen. Keine Ahnung, was ich da gerade gelesen habe. Es ist schon 2 Monate her, seit ich den letzten Scan hinzugefügt habe und ich sehe keine Möglichkeit, wieder eine solche Unterstützung bei euch zu finden. Wie ihr sie mir beim Start des Projekts gegeben habt. Tut mir leid, ich wollte zu keinem Zeitpunkt, dass es sich jemand das Leben nimmt. Niemals wollte ich irgendjemanden hinter das Licht führen. Ich wollte nur etwas retten. Mehr wollte ich nicht. Interface-Modul anwenden, Arche-Kapsel versiegeln, Genehmigung von 4Q einholen, Vashkin, Landwall, Peterson, Till instruieren, mit dem Shuttle nach Omikron fahren, Kampfanzüge abholen, mit dem Aufzugspersonal in den Abgrund fahren, Reorganisation bei Tau, Aufbruch von Startplatz, Laden des Geschosses, Starten der Arche. Okay. Oh, warte mal. Da war ja... mehr. Ein Positionsgeber. Ja, irgendwo da unten in Tau. Wir sind hier. Stimmt, Omikron ist gar nicht mal allzu weit weg. Da war ja was. Arche-Einstellungsumfrage. Bitte füllen Sie diese, damit wir die Personaluntersuchung beginnen. Kürzlich wurde beschlossen, dass die Arche-Projekt die letzte offizielle Handlung von Pardos 2 sein würde. Trotz der katastrophalen Zustände der Erde wurde das Personal dazu gedrängt, mit ihren Pflichten fortzufahren. Ich denke, das Arche-Projekt ist der logischste Schritt in Richtung der Rettung der Menschheit und dass wir darauf so viel Zeit und Ressourcen wie nötig verwenden sollten. Ja. Keine Ahnung. Um an Bord zu gehen, muss jeder Passagier mit Hilfe eines Pilotensitzes mit elektromagnetischer Strahlung geflutet werden. Man weiß, dass die Scan-Sessions Übelkeit und Kopfschmerzen verursachen, was man schon mal bis zu 3 Tage lang anhalten kann. Ich finde, ihr vorübergehendes körperliches Unbehagen, egal wie schlimm, ist ein kleiner Preis für die Rettung der Menschheit. Ja, machen wir es mal so. Da soll die Erde verlassen und in den Weltraum geschossen werden. Naja, das ist wahr. Also wenn, dann schon irgendwo raus. Eine Gelegenheit für eine Quanten... Blablabla. Ich glaube, wir riskieren den Verlust unserer Menschlichkeit, riskieren keine Unsterblichkeiten entledigen würden.
Ja. Ich glaube, unsere Gesellschaft würde selbst von einer minderwertigen Gruppe künstlicher Menschen profitieren. Naja. Vielen Dank für, Sie haben Ihre Kollegen abgestimmt. Okay. Okay. Okay, gut zu wissen. So. Also. Was ist das? Was ist das? Omnitool. Habe ich gerade noch nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? What's this thing? That's just a compound examiner. Coster uses it to investigate structural integrity in Papa's frameworks. Of course. But you fit inside it? If I knew what you were made of, it would be a hell of a lot easier to figure out how to get you on the ark. Give it a try. Bin drin. Bit of a tight fit. Can you reach the on switch? Ja. Das sieht echt seltsam aus. I think we're beyond that. Ja. You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Imogen? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard cortex chip for robots, including the data reader and the Ocutorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No, hold on, back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Hey, don't say that. She was my... She was nice to me. Anyway, the cortex chip is good news. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into, just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds. A sound mind and a sound body. This is irgendwie... At least we know how to get on the Ark. Sort of. I understand the concept, but I don't know the specifics. I really wish we could figure out how the scan data is formulated and processed. Echt seltsam. Kein angeschlossenes Gerät, wo... Archibild, Nummer, bla bla bla. Systemspeicherfehler, Speicherermittlung, bla bla bla. Schlüsselinhalt, Bootarche. Der Speicher, beides beschädigt. Konferenz ist erforderlich. Ja, klar. Was? Ach so. Okay. Den Speicherbedarf reduzieren. Ach du Kacke. Okay. Wow, that's so cool. It's the whole gang. A crew photo? Really? Who are you saving this for? The world was dead. Thanks, Simon. I thought being an asshole wasn't invented until the 22nd century. Oops. Now I know better. That's Phi, all right? Quick stop at Omicron, then Tau, then Phi. Let's do it.